Liebe Sportkolleginnen und Sportkollegen, die aktuelle Momo-Studie stellt fest, dass sich Grundschulkinder während des zweiten Lockdowns weniger bewegt haben als noch im ersten Lockdown bzw. vor der Pandemie. Diese verringerten Bewegungszeiten liegen auch deutlich unter den nationalen Bewegungsempfehlungen für 6- bis 10-jährige Kinder. Dies hat Auswirkungen auf das Bewegungsangebot, das wir den Kindern in der Grundschule am Morgen zur Verfügung stellen. Es gewinnt an Bedeutung, auch in der Hoffnung, dass wir positive Effekte für die Freizeitgestaltung der Kinder erreichen können. Die hierfür zu investierende Zeit am Schulmorgen geht den Kernfächern nicht verloren. Sie hat, gerade wegen der Katalysatorwirkung des Sports und von Bewegung, einen nachweislich positiven Einfluss auf das Arbeits- und Lernverhalten der Schüler und Schülerinnen in Mathematik, Deutsch oder auch Sachunterricht. Eine einfache Möglichkeit, ein solches Bewegungsangebot in der Schule zu etablieren, vielleicht im Rahmen der Rhythmisierung des Schulmorgens, ist die aktive, bewegte Pause. Ich möchte euch im Folgenden ein paar Anregungen geben, wie ihr eine solche Pause gestalten könnt. Kurze, intensive Bewegungszeit, die, wenn es gut läuft, den Kindern auch noch Freude bereitet. Wir spielen geheime Bewegungsdirigentin oder auch Dirigent. Das Dirigentenkind gibt Bewegungen vor, indem es sie vormacht. Hopserlauf, Vorwärtslaufen, Rückwärtslaufen, Kniehebellauf, Seitgalopp, auf einem Bein hüpfen, auf beiden Beinen springen, mit Armkreisen rückwärts und so weiter. Durch das eigene Tun kriegen die anderen Kinder mit, wie sie sich bewegen müssen. Es gibt aber ein Kind, das Agentenkind, das nicht weiß, wer Dirigentenkind ist. Dieses Kind steht in der Mitte und versucht, parallel zu der Bewegung der anderen herauszufinden, wer gibt hier im Geheimen die Bewegungen an. So, du darfst reinkommen. Stell dich mitten rein. Mitten rein. Mitten rein. Und das Kind, das die Bewegungen angibt, muss natürlich auch immer mal die Bewegungen wechseln. Du musst auch mal die Bewegungen wechseln. Wir spielen Polizei. Hierzu trennen wir bei unserem Spielfeld auf dem Schulhof mit Kreide, in der Halle eine Langbank, eine Ecke des Spielfeldes ab. Das wird unser Gefängnis sein. Die Gangsterkinder bewegen sich außerhalb des Gefängnisses im ganzen Spielfeld und werden von den Polizeikindern gefangen. Ist ein Gangsterkind abgeschlagen, macht es beide Hände auf den Kopf und geht freiwillig in das Gefängnis. Dort kann es von noch freien Gangsterkindern durch Abklatschen der Hand befreit werden. Aber Vorsicht, es gibt ein Polizistenkind, das Gefängnis bewachen darf. Für Polizisten, die es unbedingt wissen wollen, organisiert man das Gefängnis in der Mitte des Spielfeldes, einen Kreis zeichnen oder den Mittelkreis in der Halle nutzen. Dieses Gefängnis zu bewachen wird äußerst schwierig. Wir machen eine Seilsprung-Challenge. Hierzu gehen immer zwei Kinder zusammen. Ein Läuferkind, ein Seilsprungkind. Die beiden besprechen sich, wer beginnt womit. Während das Seilsprungkind Sprünge springt und diese mitzählt, läuft das Läuferkind eine Runde um das Feld. Wenn es diese eine Runde gelaufen ist, läuft es zu seinem Partnerkind, erhält das Springseil, erhält die Anzahl der bisher geleisteten Sprünge und es erfolgt der Wechsel. Jetzt springt das Läuferkind und zählt die Sprünge weiter. Und das Sprungkind wird zum Läuferkind. Das Ganze spielen wir 2, 3 oder auch 4 Minuten
und am Ende schauen wir, welches Paar hat die meisten Sprünge erreicht. Sollte es nicht aufgehen an diesem Schulmorgen und es eine Dreiergruppe geben, dann sollten zwei Kinder laufen, während eins springt und ein Kind muss dann halt immer zwei Runden hintereinander laufen. Deshalb bei einer Dreiergruppe vielleicht stärkere Läufer wählen. Auf die Plätze, fertig, los! Um die Ecke, außenrum, jawohl, sehr gut. Weiter, weiter. Jawohl, tauschen, geh hin. Und lauf los. Schön außenrum. Jawohl. Oh, da läuft einer mal noch in eine andere Richtung. Achtung, Achtung. Weiter so. Letzte Minute.